Wir sollen unsere Namen ansagen. Eben sang Wenzel Mensching, jetzt singt Gerhard Schöne ein Lied, das er so seine Erfahrung mit Zensur in den letzten Jahren, mit der eigenen Zensur im Kopf und mit der alltäglichen vom Kulturhaus bis zum Fernsehen. Am Montagmorgen, es war noch dunkel, ist eine Wahrheit zu früh erwacht. Sie schlief im Hirne von einem Sänger und hat den Mann um den Schlaf gebracht. Er schrieb sie nieder in einer Strophe und sang das Liedchen dann vor sich hin. Jedoch der Zensor im gleichen Kopfe rieb sich bedenklich das fette Kinn. Er sollte lieber noch etwas warten, vielleicht bis morgen, wie er ihm riet. Mit der zu früh aufgestandenen Wahrheit in jener Strophe von seinem Lied. Am Dienstagabend wollte er es singen bei seinem Gastspiel in Nettelbeck. Die Clubhausleiterin las die Texte und legte einen der Texte weg. Denn diese Strophe sei ihrer Meinung zwar völlig richtig, doch zu direkt. So was wird heute erst angedeutet, das wird umschrieben oder versteckt. Der Sänger sollte noch etwas warten, vielleicht eine Woche, wie sie ihm riet. Mit der zu früh aufgestandenen Wahrheit in jener Strophe von seinem Lied. Einen Monat später gab er im Rundfunk sein neues Liedchen dem Redakteur, der ihm versprach, es zu produzieren, nur augenblicklich wäre es etwas schwer. Die gegenwärtig spezielle Lage sei kompliziert und nicht seine Schuld. Es hieße jetzt nicht zu überstürzen, erst einmal Ruhe und viel Geduld. Der Sänger sollte noch etwas warten, vielleicht einen Monat, wie er riet. Mit der zu früh aufgestandenen Wahrheit in jeder Strophe von seinem Lied. Einen Monat später gab er im Fernsehen sein neues Lied in die Redaktion. Die fanden's toll, nur es passe leider nicht in die Studiodekoration. Die sei zart rosa, alles im Nebel, da sei das Liedchen wohl viel zu klar. Auch in der Leitung gäb's noch Bedenken, das Lied sei gut, bloß nicht dieses Jahr. Er sollte damit noch etwas warten, ein, zwei, drei Jahre, wie man ihm riet. Mit der zu früh aufgestandenen Wahrheit in jener Strophe von seinem Lied. Nach zwei, drei Jahren bei seinem Gastspiel im kleinen Clubhaus von Nettelbeck hat er ganz mutig das Lied gesungen, die Clubhausleiterin lachte keck. Jedoch die Leute waren bisschen sauer, es hat sie alles nicht interessiert. Was dieser Typ sang, war Schnee von gestern, jetzt wurde anders hier diskutiert. Da fuhr der Sänger betrübt nach Hause und hat sich traurig ins Bett gestreckt. Am nächsten Morgen, es war noch dunkel, hat eine Wahrheit ihn früh geweckt.